Und willkommen zurück zu Fire Emblem. Ich habe im letzten Part was ganz Wichtiges vergessen, aber darauf komme ich gleich zurück. Erstmal müssen wir das noch ewig lang dauernde Gespräch hier weiter verfolgen. Naja, ich bin sehr froh, dass es dir besser geht. Meine Lieben, vielen Dank! Ich bin ein Ninja genannt. Entschuldigung. es geht um den Hals. Mein Bruder Nils und ich sind farbene Künstler. Ihr beide? Dein Bruder ist ein Musikant. Was ist deine Kunst, Ninian? Ich tanze. Was? Oh, du bist eine Tänzerin. Sein, nicht jetzt bitte. Geh hinter die Ecke und schwingel dir einen ab. Ja, sicherlich. Alter. Deine Kleider scheinen nicht die einer Tänzerin zu sein. Ninian tanzt, um das Leben zu ehren. Ich weiß, der hat anders gesprochen, aber egal. Ihr Tanz ist etwas Besonderes, etwas Heiliges. Ein heiliger Tanz, was hat das zu bedeuten? Der Tanz, den ich darbiete, während unserer Reise darbiete, ist nur ein Tanz. Ein anderer Tanz jedoch, als sie mich gefangen nahmen, habe ich meinen Knöchel verstaucht. Ich kann nicht tanzen, um euch zu helfen, es tut mir sehr leid. Bitte sorge dich nicht. Wir sind glücklich, dass du dich nicht länger in Gefahr befindest. Vielen Dank. Aber ich mache mir Sorgen wegen deines Beins. So kannst du nicht reisen. Ich habe eine Idee. Würde ich zu viel verlangen, wenn ich euch bitten würde, euch begleiten zu dürfen? Ich weiß, der spricht ganz komisch, aber egal. Das kann ich nicht erlauben, es ist viel zu gefährlich. Wir werden verfolgt. Wir könnten jederzeit erneut angegriffen werden. Wir wären euch kein Hindernis. Wir könnten euch sogar helfen. Nicht wahr, Ninian? Ja, könnten wir. Wir könnten unsere Schuld begleichen, indem wir unsere speziellen Talente einsetzen. Spezielle Talente? Wenn uns Bedrohung vorsteht, füllen wir sie nahe. Wirklich, das ist erstaunlich. Zwar glaube ich sie, aber egal. Wir können sie zwar nicht, zwar kommen fühlen, aber doch können wir sie nicht abwenden. Ihr seid Krieger, also habt ihr nichts zu befürchten. Und tschüss. Was denkt ihr, Kent? Ich denke, sie zurückzulassen würde euch mehr Sorgen bereiten, als sie mit uns zu nehmen. Als sie mit uns nehmen? Was? Sane? Oh, vergesst es, eure Antwort kenne ich bereits. Und tschüss. Ach, schön. Wollt ihr wirklich mit uns reisen? Aber natürlich. Umso Dank, Servus, gewiss, mein Leben. Oh Gott. Und jetzt kommt genau. Wenn wir eine spezielle Bedingung, genau das Wort Bedingung, in dieser Mission nicht erfüllt hätten, wäre jetzt Schluss gewesen. Aber da wir die Bedingung erfüllt haben, kommt diese Sequenz jetzt noch, zu meinem Bedauern. Oh. Stimmt was nicht, Ninian? Ich hab meinen Ring verloren. Dein Ring? Doch nicht etwa Ninis Anmut? Genau diesen. Haben diese Hunde ihn gestohlen? War er denn wertvoll? Es war ein Vermächtnis unserer verstorbenen Mutter. Er war gesegnet vom Geist Ninis. Er ist einzigartig auf der Welt. Einzigartig. Und jetzt haben wir ihn an diese Finsterlinge verloren. Es gibt nichts, was wir tun können. Du hast recht. Punkt, Punkt, Punkt. Dramatische Pause. Kann ich mit dir sprechen, Gamma? Du hast doch alles gehört, oder? Was denkst du? Ich würde gerne Ninians Ring für sie wiederfinden. Aber wenn Nils recht behält, dann sind diese Diebe vielleicht zu stark für uns. Ach, Ibo. Was sollen wir tun? Genau, erfüllst du gewisse Bedingungen, können sich dir verschiedene Questen offenbaren. In Questen, ja, Mehrzahl von Quests anscheinend, nie gewusst, werden Ereignisse berichtet, die nicht zum Hauptteil der Geschichte zählen. Du triffst vielleicht auf starke neue Gegner oder auch auf neue Kampfgefährten. Allerdings sind Questen sehr schwierig und hast du erst eine begonnen, musst du sie auch bestehen. Wenn du vorhast, eine solche Herausforderung anzunehmen, so empfiehlt es sich, deinen Speicherstand der letzten Mission zu behalten. Eine Queste nicht zu bestreiten, nimmt keinen Einfluss auf deine Bewertung. Bewertung ist so überflüssig. Möchtest du schnell erfahren, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, solltest du auf die Questen verzichten. Aber welcher Idiot macht denn das? Genau, Questen. Und die Bedingung in der letzten Mission war, dass wir die Mission unter 15 Runden schaffen. Ich glaube, ich habe es sogar gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Du willst ihm helfen? Großartig. Ich hatte gehofft, du würdest es sagen, ja. Kent, Sein. Diese Männer waren in Richtung Süden unterwegs. Wir müssen sie verfolgen. Wie ihr befiehlt, my lady. Und tschüss. Es gibt jetzt kein Zurück mehr auf die Pferde und
Moment, du hast kein Pferd. Bist ein Lügner. Hast du gesehen? Kapitel 7x. Eine mysteriöse Gruppe scheint versessen darauf zu sein, Nils und Ninian zu fangen. Doch nach ihrem Versagen ergreift diese Gruppe, bekannt als Blackfang, die Flucht. Punkt. Gerüchte besagen, sie seien in Richtung Südwesten unterwegs. Lynn und ihre Kameraden folgen ihnen in der Hoffnung, ein verlorenes Erbstück wiederzufinden. Die Blackfang haben ein verlassenes Schloss in Katalett zu ihrer Festung umfunktioniert. Seine dunklen Hallen sind indes von schattenhafter Geschäftigkeit erfüllt. Ihr habt den Reiter gesehen? Ah, Entschuldigung, jetzt hab ich weggeklickt. Noooos. Der Bruder ist also entkommen. Die Schwester wurde von einer Gruppe von Fremden gerettet. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, wir gerieten in einen Hinterhalt und sparen deine Ausreden. Nur das Ergebnis zählt. Ja, Herrin. Jo, Herrin. Der Rossi. Und wie lautet dein Plan, die Geschwister wieder in unsere Gewalt zu bringen? Wir hörten, dass die gesamte Gruppe hierher unterwegs ist und sie haben die Belger im Fleck da. Sie kommen hierher? Warum sollten sie das tun? Vielleicht sind sie auf der Suche nach diesem Ring. Es scheint ein seltenes Stück zu sein. Wir haben ihnen ein Mädchen abgegeben. Er scheint sich als glücksvoll zu erweisen, dass wir dies taten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er sich jetzt wieder zu uns führt. Mit diesem Köder wird es nicht schwer sein, die Beute in die Falle zu locken. Verstehe. Nun gut, dann soll dir noch eine zweite Chance gewährt sein. Ich muss mich noch um andere Angelegenheiten kümmern, aber ich werde bald wieder zurück sein. Du hast bis morgen Zeit, zum Sonnenaufgang genau zu sein. Hast du verstanden? Jo. Bist du bei meiner Rückkehr der Kinder nicht habhaft geworden? Wirst du durch meine Hand die härteste Bestrafung der Welt, oder der Blackfang, besser gesehen, was die Welt ist anscheinend, empfangen. Vergiss das nicht. Behalte dieses Wissen stets vor Augen. Ja. Genau, und... Na? Da kommen wir! Schön. Ich glaube, sie sind hier hineingegangen. My Lady! Wollt ihr wirklich hinein, um nach dem Ring zu suchen? Jo, das will ich. Aber das ist ihre Festung. Es ist davon auszugehen, dass sie gut verteidigt wird. Ganz zu schweigen von der nicht minder guten Bewaffnung. Bitte vergesst den Ring. Ist ja schon in Ordnung. Gavard hat dieser Mission bereits zugestimmt. Ich wäre nicht hier, wäre es anders. Ich bin nämlich kein Programmierer und kann alles umfunktionieren. Egal. Gavard ist überzeugt davon, dass wir es schaffen können. Ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung... Das kam nicht unüberlegt. Ja, genau. Mit Gavard an meiner Seite habe ich Vertrauen in unseren Erfolg. Holen wir deinen Ring zurück, Ninja. Meine Lündes. Hier sind wesentlich mehr Gegner, als wir angenommen hatten. Dies ist immerhin die Hauptquartier. Was? Du bist ein Lügner. Es ist zwingend nötig, dass wir mit äußerster Vorsicht vorgehen. Genau, meine Lady. Dieser enge Korridor kann es zum Vorteil gereichen. Wenn wir den Feind hierher locken, können wir ihn in kleineren Gruppen aushebeln. Ja, und uns somit nicht in allzu große Gefahr begeben. Sollte die Zeit knapp werden, können wir dennoch einen Ausfall wagen. Halten wir uns an den Plan. An diesem Plan ist uns das sicher. Das sieht kein Wunder mehr. Ja. Also Gavard, was denkst du? Ja, hört sich gut an. Wie wir nun vorgehen, ist letztlich deine Entscheidung. So, wen nehmen wir mit? Oh, logisch, Raph, du bist da. Raph, was willst du eigentlich? So, Nils könnte ich mitnehmen. Will ich Nils? Nee, ich... Kein Bock auf Nils. Wenn ich Nils hab, dann bieten sie mir wieder so ungeahnte Möglichkeiten und das mag ich gar nicht. Ich mag, wenn ich einfach nur sehe, ich habe 10 Einheiten, ich kann 10 Leute bewegen und... Außerdem kann Nils nicht so weit laufen, der kann nur... Ja, okay, er kann... Die anderen können halt immer später vor allem sehr viel weiter laufen als er und das mache ich gar nicht. Okay. Du hast die Engelsrobe. Das finde ich eigentlich ganz okay. Moment, du hast eine Eisenlanze. Das verstehe ich gerade gar nicht. Florina hat eine Eisenlanze. Das ist okay. Zane hat eine Eisenlanze. Nimm du die mal bitte. Denn, und Lynn nimmt mir den Panzerbrecher ab. Weil... Was machst du mit dem Feuer? Oh.
Erk tauscht mir mit Dorcas. Schnell das Feuer rüber. Nein. Zack. Weil, ihr habt es vielleicht schon gesehen, links oben, Karte ansehen, wir haben hier Drohnen. Klar nehmen wir Matthew mit, aber wir haben ja einen gegnerischen Dieb. Ja. Und zwar wird der in der ersten Runde hier das Tor aufmachen, in der zweiten Runde hier und in der dritten Runde wird er die Truhe aufmachen. Also gegnerische Diebe begeben sich immer zu den Drohnen und versuchen die uns vor der Nase wegzustehlen. Finde ich gar nicht nett. Meine bisschen Herausforderung. So, also habe ich meine 10 Einheiten. Sehr schön. Ja, speichern wir nochmal. Einfach so, just for fun. Ach, komm. Zack. Und... Ah, ich hoffe, ich versau's nicht. Ich habe keinen Bock, dass ich irgendeine Einheit verliere. Okay. Ohne große Umschweife, los geht's. Du bist da, du kriegst gleich mal dein Level up. Einfach so. Bam, perfekt. So. Oh, ein Critical. Bam. Ach, schön. Ich mag ihn jetzt schon. Zack. Und ja, okay. Eine Resistenz ist ganz okay, weil er gleich ein Magier runterkommt. Sehr gut. So, wie mache ich das denn noch? Es sind gar nicht so viele Einheiten, aber ihr müsst mal auf diese Treppen hier gucken. Die sind nicht ohne Grund. So, wie machen wir das denn? Zane geht hier rüber. Eine Eisenlanze. Ach, der hat auch eine Lanze. Ja, okay, mit der Eisenlanze und ja, hau ihn mal weg. Komm. Bam! Besten weißt du aus? Na? Ah, bist ein Trottel. Zack. Gut. Es gibt schöne Erfahrungspunkte. Und ich habe, glaube ich, mal im ersten Part gesagt, dass man für jeden Angriff 10 Erfahrungspunkte bekommt. Oh, scheiße. So. Das war Schwachsinn. Es kommt natürlich auch auf die gegnerische Einheit an. Ich glaube, maximal 10 Erfahrungspunkte pro Dings. So, du hast keine keine Fernangriffslanze, ne? Nee. Gehst du mal hier rüber. Bleibst da. Dorcas geht auch hier. Das Problem ist, hier kann man nicht so gut alle gleich irgendwie, also die Erfahrungspunkte verteilen, weil es halt doch relativ eng ist und ja, es ist halt immer ein bisschen schwer. So, dann geh mal du hierher, du gehst daher. Matthew, geht mal ganz weit hier rüber. Es ist egal, ob ich da oder daher stelle. So, du gehst daher. Lynn kann eigentlich relativ hinten bleiben. Ich will jetzt auch nicht, dass sie angegriffen wird oder sonst was. Und du gehst dann daher. So, dann müsste jetzt eigentlich der Axt... Genau, deswegen habe ich das Schwert ausgerüstet, damit... Oh Gott. Er ihn auch schön töten kann. Jawohl. Sowas geplant. Dann müsste jetzt der Magier auf meinen Lucius gehen. Erstmal bewegen sich die anderen alle. Oh, der Bogenschütze, den habe ich gar nicht bedacht. Blöd. Genau, das war beabsichtigt. Es war ein Vorteil, aber... Nein. Noch sind wir in einem Kapitel, wo uns die Gegner nicht wirklich viel Schaden zufügen können. Auf einmal, das ist sehr angenehm. Auch wenn wir im Nachteil sind. So. Genau, und da war der... Was ist denn das da? Entschuldigung. Ich hab's gesehen. Da, der Dieb hat die Tür aufgemacht. Gar nicht schön. Okay, der Bogenschütze gehört Will. Das war nicht gut, dass ich mit Florina rechts rübergegangen bin. Ganz blöd, sie hat einen Langspeer, ja genau. Blöde Sache. So. Okay. Kannst du ihn schwächen? 7 runter, dann trifft er so. Oder 8 runter, dann trifft er mit 54. Ja, komm, mach mal. Bam. Ja, er trifft auch noch. Verdammt. Ah. Nicht gut. Kriegst mal 9 Waffenlevel erhöht. Sehr schön. Was passt denn das? C. Oh.
Auf B kann sie schon extremst gute Waffen halten. Oder handhaben wohl, ja. So, dann gehst du mit hier rüber. Moment. Wie will ich denn heilen? Nicht dich heilen? Ja, komm, ich heile dich mal. Allein um Sera ein bisschen zu leveln. Mhm. Obwohl ich sagen muss, so lange werden wir, obwohl. Ja, ein Zeitl werden wir Sera noch behalten, aber nicht allzu lang. Zack, dann gehst du hier rüber. Du gehst daher. Eisenschwert macht weniger, ne? Ja, komm. Nochmal. Gut, du kannst hier rüber gehen, das ist perfekt. Dann komme ich vielleicht sogar noch vor dem gegnerischen Dieb. Kannst du den auch töten, bitte? Och, Will. Warum? Töte ihn, bitte. Nein! Scheiße. Scheiße. Das Problem ist nur, der greift wahrscheinlich jetzt Sera an, weil die am wenigsten... dumm gelaufen. So, dann locke ich mal ihn hier jetzt an, indem ich mit Kent hier vorlauf. Ja, so viel Schaden hat der noch nicht bekommen, dass er da irgendwie fürchten müsste. Okay. Ne, machen das anders. Du tötest ihn jetzt mal. Genau. Dann habt ihr da rechts drüben... Bam, tolle Sache. Habt ihr da rechts drüben eine Wand gesehen? Die ruppe ich jetzt mal ein. Oder links vielleicht auch. Hm? Ja, vielleicht komme ich sogar ein bisschen zu spät hin, aber ey, was soll's. Aus folgendem Grund, weil irgendwann sollten da... Ja, oh, ein Kritiker! Bam! Schön. Na? Heute noch? Aha, ja, ich wusste, 7 Schaden, das ist akzeptabel, gerade noch so. Zwar nicht schön, aber oh. Was soll's. Genau, der Dieb hat jetzt eingeruppt. Was? Das kann nicht sein. Sie sollten doch tot sein. Alle Männer hier, vernichtet sie. Das ist unsere letzte Chance. Genau, das hat er nämlich jetzt raufbeschworen. Indem er, er hat halt einfach nur noch Verstärkung gerufen. So, dann machen wir das mit mal so. Zack. Und vielleicht sogar noch so. Wie viele Schritte kannst denn du gehen? Du kannst 5 Schritte gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das wird sogar funktionieren. Funktionuckeln. Das Wort heißt Nukula. Nukula. Und er tötet ihn, jawohl. Bam. Und bam. Sehr schön, weil da kommen jetzt, glaube ich, 3-4 Leute raus. Und ich ganz ehrlich, das sind leicht verdiente Level-Ups. Also, das kann mir jetzt keiner erzählen, dass das irgendwie schwer ist. So. Dann mache ich hier mal die Wand kaputt. Genau. Sera geht hier rüber. Am besten hier rüber. Heilt den. Ja, Erfahrungspunkte, ne? Na komm. So, du läufst mal mit nach oben. Einfach so, weil du es kannst. Du tötest ihn, bitte. Ja, komm. Hau ihn um mit dem Eisenbogen. Bam. Sehr geil. So. Dann bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich warte ihn noch eine Runde. Ich weiß nicht, wo der Dieb hinläuft, wenn ich jetzt da die Dings... wenn ich die Truhe jetzt auf... Egal, ich mach sie auf. Krieg einen Hammer, genau. Das wusste ich noch. Ha! Ich bin so klug, schlau wie klug. So, den mache ich tot. Ja, komm, nimm Kent ein bisschen hier. Mach mal dein Eisenschwert kaputt. Das, sonst liegt es nur in deiner Tasche rum, das ist ja blöd. Komm, wenn Kent ein bisschen levelt, ist er auch nicht so schlecht. Auch wenn er Zane ein bisschen davonzieht, aber... das ist ja nicht... ist ja nicht übel, wie gesagt. So, dann geht der jetzt auf Matthew los. Macht 8 Schaden, what the fuck? Was? Wer macht 8 Schaden? Das ist halt an dem Dieb das Problem. Er hat eine so geringe Verteidigung. Und der macht 5 Schaden. Was ist hier los? Der
Apfel macht 5 Schaden. Ja. So, aber Kent überlebt. Jetzt kommt der an, macht wahrscheinlich 15 Schaden. Ach. Ja, das sind so geile Einheiten, die Söldner. Das sollten eigentlich Söldner sein. Und er ist abgehauen, genau. Ja. Das war genau das, was ich eigentlich verhindern wollte, weil das sind Erfahrungspunkte, die gerade weggelaufen sind. Du könntest ihn angreifen, du bist schon Level 5, du bist erst Level 3. Ja, komm. Mach den einfach mal hier, mein liebster Lucius, weg. Bam! Sehr schön. Ach ja. So, jetzt müsst... Warum kommt da keiner mehr? Ach so. Ist natürlich jetzt dumm. mach den mal Volt weg. Weil er ein Level Up bekommen sollte eigentlich. Oder? Jawohl. Sehr schön. Level Up. Und KP, Stärke, Geschick, Geschwindigkeit und Resistenz. Sehr schön. Sehr nice. So, dann geht Zane mal hier hoch. Wie viel Resistenz hast du? 1 auf Resistenz. Nicht gut. Nicht gut. So, das ist wieder ein Schamane mit Flux und einer mit Feuer. Die gehen beide genau dieselbe Reichweite. Das ist schon mal positiv. Dann gehst du daher. Du gehst daher und heilst dich. Ja, nimm einfach die Engelsrobe. Okay. Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant. So, dann gehst du mal hier hoch. Du reitest hier rüber, damit du im Notfall noch helfen könntest. Du gehst da hoch und Lynn läuft hinterher. Gut. Ah, sie kommen näher. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. So. Du könntest den Magier jetzt... Ach, du machst zu viel. Das mag ich jetzt eigentlich gar nicht. Florina hat zu wenig Leben. Ach, das ist dumm. Es ist auch nicht gerade so bravourös gemeistert jetzt gerade. Okay, ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verkalkuliert. Das ist ein bisschen blöd. Was machst denn du, wenn du den Angriff hier mal... Oh Gott, das ist nix. Das ist ja irgendwie gerade überhaupt nichts. Kent, was machst denn du an Schaden? Du würdest ihn töten. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Du würdest ihn töten, aber auch Schaden bekommen. Das ist das Problem. Ist ja halt eine hohe Resistenz, das ist klar. Also, ich kann mal zeigen, sie hat eine Resistenz von 6. Das ist für Level 5 sehr hoch. Was machst du, Zane? Du machst 9 Schaden. Das ist überhaupt nichts. Es muss leider irgendwie Kent machen, also... Na? Ja, so machst du wenigstens ihn 100%ig tot. Weich aus, bitte weich aus. Und ein Grit zum Schluss, das ist ganz wichtig. Naja, was soll's. Was soll's? Was soll's? So, was machst du denn da jetzt? Er macht 9 Schaden an mir. Uah, schleich dich. Ah, Volt. Volt kann auch noch was machen. Oh ja. Volt. Oh. Wie ich ihn liebe. Wie ich ihn liebe. Mein kleiner Volt. Wie ich ihn liebe. Oh, danke. Ach, Volt. Danke. Du bist mein Herzenstück. ich sage mal Volt. Ich heiße Will. Ah, blöd. Wisst ihr, warum ich immer Volt sage? Weil es gibt in einem anderen Fire Emblem gibt es eine Figur oder einen Charakter, der heißt Volt und ist der Sohn von Will sozusagen. Das habe ich vor kurzem erst wieder gespielt und da habe ich jetzt immer noch drin, das Bogenschütze gleich Volt. Ach blöd. Naja, egal. So, Lynn läuft mal nach vorne. Vielleicht, wer will denn hier noch einmal draufhauen? Kent, willst du einmal draufhauen, damit du dein wohlverdientes Level Up hast? Ich sag einfach mal wohlverdient. Ja. Ja,
hat ihr irgendwie alle gerade im Alleingang umgeholzt. So, dann geht's Matthew mal dahinter. Na? So. Bist du da runter? Heilung, zack. Heilst du ihn mal voll? Na? Das wäre ganz nett. Jawohl. Der Part geht schon wieder 25 Minuten. Ja. Blöde. Egal. So, dann wieder warten. So, liebste Lynn, was... Moment. Was würdest du denn an Schaden machen? Hat die Treppe irgendeinen Effekt? Nee, Treppe ist wieder mal am Boden. So. Eisenschwert, 7x2. Okay, das ist relativ... Ja, das nicht. Ja, okay. Gut, gut, gut. Was macht denn unser Kent? Der haut ihn mit 16 Schaden einmal eins rein. Oder mit 22 Schaden, was ich viel besser finde. Ich darf nicht versagen, ich kann nicht versagen. Diese Konsequenzen werden zu schlimm. Bam, er haut uns 2 eins rein. Und er hier ist auch ein Söldner, was ich sehr schön... Ich liebe diese Einheit, ich liebe die Einheit Söldner. Aus einem bestimmten Grund, aber egal. Oh, und... Oh, nette Werte, nette Werte. Und der Kon... 5 von 9, okay. So, und Lynn, du, nein, Moment, da reicht doch das Eisenschwert. Hau ihn weg, die Sau. Bam! Voll die Hose weggezimmelt. Und Level up. 70 Erfahrungspunkte. Ha. Level 8, ein KP-Punkt, jawohl. Wow. Ich bin... Wow. Nein, ich kann nicht... Gib uns den Ring und leiste folgenden Eid. Du musst versprechen, diese beiden fortan in Frieden leben zu lassen. Höre ich deinen Schwur, verschone ich dein Leben. Versagen bedeutet den Tod. Und weg. Was? Gift? Er hat sich selbst das Leben genommen. Wir haben es nicht mit gewöhnlichen Räubern zu tun. Dieser Mann wurde von einer gut organisierten Gruppe trainiert. Doch was wollen sie von Nils und Ninja? Nils, Ninja, es wird alles wieder gut. Solange ihr bei uns seid, kann euch nichts, aber auch gar nichts geschehen. Aber... schon. Ihr habt doch unseren Sieg bezeugt. Mit der Weitsicht von Gabba, danke, und meinem Schwert habt ihr nichts zu befürchten. Wenn wir alle zusammenarbeiten, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. Es ist mir gleichgültig, wer hier hinter euch her ist. Ich werde euch beschützen. Wirklich? Ja, bei meiner Ehre. Ich mag aber... Ja, zwangsweise, ne? Ich will das Spiel durchspielen. Mein Leben! Ach ja, das gehört wohl dir. Das ist... Du nanntest ihn Ninis Anmut, nicht wahr? Dieser Rüpel trug ihn bei sich. Meine Lindes, ich danke euch sehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank. Ach, schön. Ihr könnt sie auch anders sprechen, aber ich will nicht. Aber bevor wir nach Celine gehen, sage ich jetzt mal Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Ciao, ciao.